mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, wir schauen uns heute die 10 dümmsten Lifehacks an, die ihr niemals testen solltet. Los geht's mit der Lösung eines einfachen Problems. Klar hat jeder von uns ein paar Socken mit Löchern. Ein normaler Mensch würde sie wegwerfen und sich ein neues Paar kaufen. Es gibt aber auch besonders übereifrige Menschen, die alte Socken lieben und bei denen außerdem ein Textmarker rumliegt. Sind diese beiden Voraussetzungen gegeben, dann haben wir einen tollen Lifehack oder so etwas ähnliches. Kurz gesagt, nehmt euch euren Textmarker in derselben Farbe wie eure Socken und malt einfach die Stelle an eurem Fuß an, die man durch die Löcher sehen kann. Also der Videotitel lügt auf jeden Fall nicht. Ehre. Noch ein weiterer Lifehack, der etwas mit Socken zu tun hat. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass die Person, die sich diesen Trick ausgedacht hat, ein absolutes Genie ist, das der Welt noch vollkommen unbekannt ist. Okay. Habt ihr keine Lust mehr, euch jedes Mal zu bücken, wenn ihr nach Hause kommt, um eure Socken auszuziehen? Dann gibt es eine einfache Lösung für das Problem. Aha. Bindet einfach nur eine Schnur an der Spitze eures Socken fest und macht sie in Höhe eures Gürtels fest. Dank dem einfachen Trick müsst ihr nur an der Schnur ziehen und schon könnt ihr problemlos eure Socken ausziehen. Chillig. Übel entspannt. Was ist das für ein Schwachsinnsvideo? Vor allem musst du ja auch, wenn du das machst mit diesem Faden, das den ganzen Tag mit dir rumschleppen. Also du musst ja den ganzen Tag diesen Faden oben an der Stelle befestigt haben an der Hose und unten an deinem Socken befestigt haben. Das heißt, auch wenn du draußen unterwegs bist, im Schuh drin diesen komischen Faden haben. Bisschen unnütz, ne? Was haltet ihr von folgendem Problem? Aha. Die Fernbedienung wird andauernd... Ey, ganz kurze Frage. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber habt ihr als Kinder, oder ich mach's mittlerweile immer noch, auch immer hier so, wenn ihr Fernsehen geguckt habt, hier so lang gegangen? Und dann hier so lang und hier und hier und hier und dann so über alle Knöpfe drüber, dann hier so zack, zack, in jede Richtung immer so lang? Ja. Es stimmt schon, das ist wirklich oft passiert. Ja. Aber was können wir dagegen tun? Keine Sorge, es gibt eine tolle Klebeband. Und wirklich einfache Lösung. Nehmt Aha. einfach euer Klebeband und klebt euch die Fernbedienung an die Hand. Ey, das ist ja mehr eine Nicht-Lachen-Challenge, als dass es wirklich ein Lifehack-Video ist. Aber no joke, das hier erinnert mich direkt wieder an diese Dual-Disc von Yu-Gi-Oh! Von damals. Ich habe mir die immer gewünscht, ha, hier, blend mal hier ein Foto ein, bitte. Das war so ein Ding, das konnte man sich so hier um den Arm machen und dann konnte man da so die Yu-Gi-Oh!-Karten reinlegen. Es hat gar nichts gebracht. Es war einfach nur ein fettes Stück Plastik für 100 Euro oder so damals. Aber das war so cool. Ich wollte es immer haben. Ich habe es nie bekommen. No joke, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was war eure Sache, die ihr euch immer gewünscht habt, aber bisher noch immer nicht bekommen habt. Weil eure Eltern das irgendwie nicht eingesehen haben. Und weiter geht's mit unserer Parade dummer Lifehacks. Mhm. Geht ihr noch zur Schule, aufs Gymnasium oder an die Uni, dann wird der nächste Trick euer Leben verändern. Okay. Normalerweise fangen die Kurse früher morgen an, wenn viele von uns noch müde sind. Mhm. Natürlich könnt ihr nicht einfach mitten im Unterricht schlafen. Der Lehrer könnte euch erwischen und ihr würdet Probleme bekommen. Fun Fact übrigens zu dem Thema, dass ihr... Oh nein, man muss, soll sich bestimmt ein paar Augen ausdrücken und die hier draufkleben. Das ist hundertprozentig der Lifehack. Was ich aber vorhin sagen wollte, war, dass ich früher in der, auf dem Gymnasium, glaube ich, war es, gefragt wurde von einem Lehrer, ja, Luca, was denkst du denn, was sind die produktivsten Stunden von Schülern? Und ich habe mir das richtig schlau hergeleitet, weil ich nämlich meinte, die ersten beiden Stunden sind nicht produktiv, weil da ist man noch müde. Dritte und vierte Stunde sind die produktivsten Stunden und fünfte und sechste auch nicht, weil man sich schon so freut auf Mittagspause, bla bla, und alles nach der Mittagspause kommt man in die Tonne treten. Von der Produktivität war da eigentlich gar nichts mehr vorbei. Also, da wollte man einfach nur noch nach Hause oder zum Sport oder keine Ahnung was machen. Aber mein Lehrer meinte, dass die produktivsten Stunden eines Schülers immer die erste und zweite sind. Und seitdem stehe ich auch eigentlich immer, außer aktuell, ich bin ja gerade krank, aber ich stehe eigentlich immer früh auf und mache dann meine Videos, weil dann bin ich immer am produktivsten. Druckt einfach das Bild von ein paar Augen aus, stellt sie vorsichtig aus und legt sie oben auf eure Augen nieder. Auf diese Weise könnt ihr im Unterricht in Ruhe ein Nickerchen machen und der Lehrer wird glauben, dass ein Unterricht unheimlich interessant ist, weil ihr die Augen nicht von ihm lasst. Sieht man gar nicht, ey. Überhaupt nicht sieht man, dass das hier Fake-Augen sind. Jetzt ein Tipp für die besonders fortschrittlich Denkenden, die Zucker in großen Mengen kaufen. Okay. Die Wahrheit ist, dass es sehr bequem ist, aber es gibt ein Problem. Ist die Tüte einmal geöffnet, dann fängt der Zucker an, die Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und wird immer klebriger. Uh-huh. Am Ende hat man keinen normalen Zucker mehr, sondern lauter Zuckerklumpen. Okay. Aber keine Angst, wir haben den perfekten Rat für euch. Es stellt sich nämlich raus, dass auch Salz dank einiger Charakteristiken Feuchtigkeit sehr gut absorbieren kann. Uh-huh. Die klügsten Zuschauer wissen wahrscheinlich, wovon wir reden. Wir wissen nicht, wie hoch der IQ des Erfinders dieses Lifehacks ist, aber der Rat besteht darin, 30 Gramm Salz in die Zuckertüte zu schütten und umzurühren. Also
Also Zucker zieht Feuchtigkeit an, verklumpt und dadurch soll man Salz in den Zucker füllen. Dieses Video ist genial, no joke. Ich feiere es übertrieben. Geil, einfach geil! Zusätzlich wird euer gezuckerter Kaffee danach vollkommen einzigartig schmecken. Es war auch noch Tee, den die gezeigt jetzt haben. Ein Rat, der mit Smartphones zu tun hat. Aha. Legt euer Gerät auf tolles den Tisch, Smartphone. Dann könnte es zerkratzen. Cover und Hüllen sind vollkommen altbacken. Die Probleme des 21. Jahrhunderts werden mit einer Silikonpistole gelöst. Gebt einfach ein bisschen Kleber auf die Ränder des Telefons. Auf diese Weise wird es nicht mehr in Kontakt mit dem Tisch kommen und auch nicht mehr zerkratzen. Und es klebt fest. Oder obwohl. Also no joke, wenn doch der Kleber trocknet, sind das doch wie so Stopper an so Türen, weißt du, dass eine Tür nicht gegen eine Wand geht. Oder bei einem Klodeckel, dass der Klodeckel nicht gegen die Dings geht oder so gegen die Wand. Man könnte doch theoretisch so Stopper auf seine Handyhülle machen. Der Lifehack ist tatsächlich gar nicht mal so blöd, weil mich persönlich triggert es auch immer, wenn Leute keine Hülle um ihr Handy haben. Ihr kennt mich, ich habe Rhino Shield Hülle schon seit je und je. Gutes Popsocket übrigens. Super-shop.de. Mich triggert es immer extrem, wenn Leute keine Hülle drum haben. Klar, sieht das Handy dann schöner aus, logisch, aber wenn die es dann auch noch mit der Seite dann auf den Tisch legen, denke ich mir, das zerkratzt alles und das tut meinem Technikherz dann immer weh. Jetzt geht es um die Liebe. Nehmen wir an, ihr mögt ein Mädchen, das euch keine Aufmerksamkeit schenkt. Mhm. Was könnt ihr da tun? Ganz einfach. Romantisch zu sein bringt nichts, mein Freund. Liebesspezialisten raten uns, euch ein bisschen Geld von dem Mädchen zu borgen, das ihr mögt. Und je mehr, desto besser. Das Wichtigste ist aber, dass ihr es nicht zurückgebt, egal wie sehr sie euch darum bittet. Oh mein Gott. Dann denkt sie die ganze Zeit an dich. Weil ihr der Person noch Geld schuldet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so zielführend ist, aber ihr habt auf jeden Fall die Aufmerksamkeit erstmal von dem Mädchen. Last but not least noch ein besonders ungewöhnlicher Lifehack. Der Rat eines unglaublichen Wunderkinds. Gebt ein paar Tropfen Zitronensäure in eure Augen. Laut den Experten werden eure Augen so leuchtender und ausdrucksstärker und ihr werdet noch verführerischer aussehen. Ja, und die Augen werden komplett tot sein danach. Und brennen wie sonst was. Also, ja, meine Damen und Herren, damit will ich das heutige Video jetzt auch beenden. Das waren tatsächlich die dümmsten Lifehacks, die ich je gesehen habe. Welchen fandet ihr am dümmsten oder welchen würdet ihr am ehesten vielleicht sogar noch anwenden? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich habe mir tatsächlich Essen bestellt. Steht hier neben mir. Vor einer halben Stunde. Und es ist mittlerweile kalt, deswegen werde ich jetzt essen. Bitte.